Ich versuch's mal. Es ist relativ einfach, Energie zu erzeugen. Da stellt man einen Windrad auf und man erzeugt Energie. Man macht eine Photovoltaikanlage und man erzeugt Energie. Letztendlich ist aber der schwerere Teil, der eingehalten werden muss, letztendlich auch am Schluss intelligente Netze zur Verfügung zu stellen, Speichermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass die Energie, die gebraucht wird, auch zu jeder Sekunde an jedem Ort da ist. So weit sind wir noch gar nicht. Das weiß ich. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir nicht einfach nur sagen können, wir stellen uns hier hin und produzieren auf Seite, kommt raus und der Rest macht nur die Sinnflut. Das heißt, wir müssen sehen, dass das Ganze parallel zueinander gehört. Und deswegen denke ich, müssen wir die Erzeugung, die reine Erzeugung der Energie ein Stück weit entschleunigen, damit die anderen überhaupt nachziehen können. Professor Dr. Schürmann, jetzt dürfen Sie. Ja, ich habe mich glücklicherweise beruhigt. Ja. Auch schönen Dank für die Frage. Das ist noch eine gute Frage genug. Ich würde auch gerne darauf antworten. Wir haben es ging hier in Sendos um den Ratsbeschluss und nur darum geht es. Und im Ratsbeschluss wird begründet damit, dass wir 2025 100% fahren müssen. So, das ist natürlich, wenn man dann ein bisschen nachrechnet, kommt man drauf, dass es auch ohne geht. Das heißt doch nicht, dass es nie wieder was gibt. Ich bleibe auch dabei, dass wir durchaus die Möglichkeit nutzen sollen, noch ein bisschen zu warten. Die technische Entwicklung geht weiter und so weiter. Die Netze werden weiter ausgebaut und dass man beim Netz oder bei dem Ausbau der Windenergie das Netz nicht vergessen darf, das ist völlig klar. Ideal wäre das Netz, das so weitmaschig ist und so weitläufig ist, dass immer irgendwo ein Gebiet ist, wo der Wind weht. Was nützt uns, alle zu vernetzen, wo im gleichen Gebiet, wo überall der Wind gleich ist und dann auch im schwachen Gebiet. Das heißt, wenn bei uns der Wind weht, hat er woanders schon längst geweht. Wenn bei uns die Windräder schon wieder stehen, weht es woanders noch weiter. Das nützt uns nichts. Wir brauchen Ergänzungen. Das ist unser Problem, weil Speicher sind damit noch teurer. Und insofern meine ich, ist es vernünftig, wie beim Eisenbahnbau, erstmal die Schienen und dann kauft man Waggons. Wenn die Antwort so ungehörig war, können wir uns danach noch ein bisschen länger unterhalten. Aber schönen Dank für die Frage.